Erstmal herzlich willkommen zum Modern Koi Blog. Heute unsere vorletzte Ikeage. Shin Maeda. Und auch in Shin Maeda haben wir wieder knapp 200 Nissan untergebracht. Und ich habe es am Naturteich Tadaishi schon mal erwähnt. Der Unterschied zwischen Shin Maeda und Tadaishi ist ganz einfach der. Wir haben überwiegend die gleichen Varietäten drin. Ein paar andere, komme ich gleich drauf. Aber hier, die Koi waren am Tag des Einsetzens einfach etwas kleiner. Also von unseren Karashi-Kohaku, Tadaishi, Shin Maeda sind alles Geschwister. Showa sind Geschwister. Die Kuchaku haben wir mehrere Blutlinien, sind auch Geschwister. Aber es waren die, wo nicht den ganz bombastischen Körper hatten und somit nach Shin Maeda kamen. Und das ist ein Geheimnis der effektiven und auch sehr gleichmäßigen Koi-Aufzucht, dass man so immer, was das Fressverhalten und das Wachstum angeht, ungefähr artgleiche Tiere miteinander vergesellschaftet und die gemeinsam großzieht. Was ist heute besonders an den Varietäten? Ich habe gerade ein paar Goromo gesehen, Aigoromo, das war absolut sensationell. Es sind Kinshowa drin, es sind ein paar Kinki-Utsuri drin und vielleicht noch der ein oder andere Koi von den Varietäten, die letztes Jahr gezüchtet wurden. So, heute hat uns auch der Regen erwischt. Also nicht nur Sie sitzen zu Hause im Kalten, aber ich glaube, in Deutschland ist das Wetter eigentlich immer noch schön. Gestern sind wir hier den ganzen Tag noch im T-Shirt rumgelaufen. Jetzt haben wir so gefühlte 10 Grad, vielleicht 12, 13 Grad und wie gesagt Regen. Vielleicht hört er gleich auf, aber nichtsdestotrotz werden wir hier von der Ikeage berichten. Viel Spaß dabei! Auch Reini ist heute wieder mit dabei. Guten Morgen! Und einige Kunden, die neu angereist sind und wie in fast jedem Naturteich, haben sich die Koi in verschiedene Bereiche zurückgezogen. Und hier unten sehen Sie zwei Aigoromo sogar der Superklasse, direkt an der Mauer. Und die Größe sieht auch sehr vernünftig aus. Der Ginrin Kohaku rechts, ein richtiges Brett. Ginmatsuba, Sanke, Showa, Ginrin Showa, Ginmatsuba, alles, was das Herz begehrt. Ja, und hier hat das Abfischen schon angefangen. Die Jungs gerade das Netz von hier hinten vorgezogen. Und hier ist ein bisschen beschwerlich, weil man mit dem Auto gar nicht ganz bis hierher kommen kann. Und dann dürfen sie immer die Transportbehälter davor schleifen. Hier vorne hat es noch viele Koi. Aber ich erinnere mich gerade schmerzlich an die Ikeage 2017 zurück. Da hatten wir eigentlich an 80% der Teiche so Wetter. Da hat es wirklich von Anfang an, von Imada weg hat es geregnet, was weiß ich, in Nagatani hat es geregnet. Und da waren die Jungs auch deutlich schlechter drauf. Also das merkt man, sie sind im Verhältnis dessen, was sie gearbeitet haben, jetzt die letzten Wochen noch sehr gut drauf. Akimoto war mal ein bisschen krank, aber die anderen sind eigentlich konditionell und gesundheitstechnisch super drauf. Und das ist auch schön. Und ab morgen soll das Wetter wieder gut werden. Jetzt haben wir eine tolle Prognose fürs Abfischen von Kyonotsu, dass da das Wetter wieder passt. Oh, Makoto ist schon fleißig am Selektieren. Hier ein Kinshowa, den er als Tategoi auserkoren hat. Reini ist schon wieder am Vorselektieren. Sein Gesichtsausdruck sagt alles. Der Showa ist krass. Und bei den vier, fünf gehe ich davon aus, dass jetzt nach darüber gehen und bin gleich richtig gelegen. Das sind die ersten. Ichiban Saishu no Inshowa? Tadaishi no hou ga ii. So, Tadaishi wa ii. Also, sein Eindruck ist, dass die Tadaishis besser waren. Aber jetzt warten wir erstmal ab. Ich habe ihn nach seinem allerersten Eindruck gefragt. Christian wie immer am Helfen. Guten Morgen, Chris. Guten Morgen. Morgen. Ohio. 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 Danke. Kuchaku. Also man darf trotzdem, wenn man sagt, Tadaishi war besser, heißt es im Umkehrschluss nicht, dass Shin Maeda schlecht ist. Wir sprechen hier von einem extrem hohen Niveau. Aber ich glaube, Sie und ich sehen, dass natürlich die Oberraketen, die fast bei jeder Bowl in Tadaishi rausgekommen sind, dass die hier gerade ein bisschen fehlen. Und ich gebe jetzt einfach mal einen Tipp ab. Hier sind vier Tadaishi und sechs andere. So roundabout.
ich sag mal, was ist Tategoi? Ja, jetzt muss ich mich festlegen. Wer A sagt, muss B Hörnchen. Den Sanke wird er für sich als Tategoi nehmen. Den Kinshova wird er als Tategoi nehmen. Den Gindrin Sanke hier. Gindrin Sanke? Kutsuno Sanke? Gindrin Sanke. Also auf die drei lege ich mich jetzt mal fest. Und als erstes schnappt er sich den Kutschaku. Da hätte ich jetzt nicht mitgerechnet. Betrug! Kinshova. Da hat er mir sicher zugehört, was ich gesagt habe. Den Sanke scheint er sich nicht zu interessieren. Doch, den Sanke schnappt er sich auch. Also. Und dann fehlt noch der Gindrin Sanke, wobei ich mir bei ihm nicht sicher bin mit dem Körper. Aber somit ist er weg. Aus. Und da vermutet er, dass ein Männchen ist. Ah, hi, los. Ja, komm, also jetzt übertreib mal nicht. Mal geguckt, ob Männlein oder Weiblein. Hey, los. Ja, ich bin auch gespannt für unser Modern Koi Magazin von den dort vorgestellten Kashira Mabari. Heute müssten die letzten zurückkommen, vielmehr ein, zwei noch aus Kyonotsu. Und da bin ich wirklich gespannt, wie es dann aussieht, wie viel Tategoi oder wie viel der Kashira Mabari heute immer noch zu den ganz Begehrten gehören und wie viele vielleicht dann doch schon ausgeschieden sind. Sicher Tategoi. Sicher kein Tategoi. Oh ja. Der Schober ist schick. Ja, aber das ist auch immer, was ich schon oft meinen Kunden hier in Japan erklärt habe, wenn sie sich dann über die manchmal doch nicht ganz günstigen Koi wundern, respektive über die Preise wundern, die da zum Teil aufgerufen werden. Es ist in der Tat so, der Sprung hinein in die Perfektion eines Koi, da ist jedes Kriterium, wo hinzukommt, wo er richtig gut ist, richtig genial ist, trägt zu einer unglaublichen Preis- beziehungsweise Wertsteigerung bei, aber im Umkehrschluss auch ganz genauso, dass Kleinigkeiten, die die Perfektion mindern, auch wiederum dazu beitragen, dass der Preis sinkt. Volki ist auch schon wach, guten Morgen, ist erst gestern angekommen, noch ein bisschen Jetlag müde, das habe ich jetzt Gott sei Dank schon eine Weile hinter mir. Und Sie sehen das Verhältnis. Bei Tadeishi hat Makoto sofort immer 8-9 Stück, zack, 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 zack. Und dann waren 1, 2, 3 im normalen Bereich. Und hier geht es zum einen langsamer und zum anderen ist eigentlich momentan noch die Anzahl der normalen dominant. Showa. Ich habe gerade noch überlegt, ob Sanke oder Showa ist. Auch das ist nicht immer so einfach zu sehen. Also da sind die Übergänge nicht fließend, aber es gibt schon Koi mit Sanke mit ganz klaren Showa-Merkmalen und so gibt es auch Showa mit ganz klaren Sanke-Merkmalen. Und so muss man jeden Koi im Ein. So, eine Runde schauen wir uns noch an, dann schieße ich mal ein paar Bilder. Metallics.
Goromo. Goromo eine sehr schwierige Varietät, dass da alles zusammenspielt. Im Prinzip ein Kohaku, der dann zu allem Elend noch eine gute Schuppenzeichnung ausbilden muss. Auch hier denke ich, dass ich die Zahl der Koi, die Makoto behalten möchte, sie auf 2-3 reduziert. Seine Sanke ist dieses Jahr ganz heiß. Aber das haben sie ja mitbekommen, dass wir so eine Sankezucht wie letztes Jahr noch nie hatten. Ja, und das wird es jetzt dann auch gewesen sein. Nein. Schon war. Er wird noch genommen. Aber viele der Koi, nicht viele, aber einige werden dann auch immer nochmal, wenn wir auf der Farm sind zum Fotografieren, werden die nochmals genauer inspiziert und gehen dann gegebenenfalls noch eine Klasse tiefer. Und trag immer Nambiki. Also hier haben wir 23 und hier 17. Also heute das Verhältnis etwas verändert. Aber wie gesagt, abwarten bis zum Schluss. Muss der Sauerstoff mal angedreht werden. Und ich schieße jetzt mal ein paar Bilder. Ja, in dem Bereich sind sie jetzt soweit fertig. Hinten Akimoto und Abikun sammeln die letzten ein. Dann geht es jetzt noch um die paar wenigen, die da hinten schwimmen. Es hat sich eingeregnet, es regnet stärker. Und mich trifft jetzt gleich die volle Bucht der Wanne. Ja, ist ein Riesenunterschied von der Gesamtstimmung her, ob es am Regnen ist oder ob man eine Schönwetter-Ikeage hat. Aber in Summe haben wir dieses Jahr viel Glück gehabt. Hier auf die Goromos freue ich mich und die Ginrin-Kohakus, die hier schwimmen. Auch tolle Sanke dabei. Gucken wir nochmal, ich habe sie mir vorher schon gezeigt. Aber Gewissheit bringt am Ende nur, wenn man sie dann mal im klaren Wasser schwimmen hat, wenn man die Details sieht. Hier auf den ersten Blick sehe ich nicht einen, wo ich sagen würde, der ist jetzt nicht gut. So sehen sie alle top aus. Wenn sie nachher in der Wanne sind, dann sieht man, oh, hier ist der Körper nicht so gut, hier ist die Farbe nicht so gut. Und auch die Haut bei den zwei Goromos bin ich gespannt. Meines Erachtens Oberraketen, aber speziell bei denen werde ich nachher mal oben sein und dann schauen wir uns an, wie die sind. Wie viele sind es? 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 19 oder 20 Stück. Und dann gucken wir mal, wie der Eindruck vom trüben Wasser zum klaren Wasser ist. Na? Wird nicht scharf, doch jetzt ist es scharf. Ja, also das Verhältnis hat sich normalisiert. Wir haben 78, die er erstmal behält, zu 65, die gleich in Verkauf gehen. Und das sieht doch schon sehr vernünftig aus, was hier schwimmt. Ich muss mich gerade selber ein bisschen orientieren. Die Koi sind um 2 bis 4, 5 cm kleiner als Ostade Ishii. Und jetzt haben die Jungs da unten angefangen.
Akimoto hat gerade auch gemeint, die Ginrinkoha Kungoromo da unten seien fantastisch. Und da warten wir jetzt einfach. Ginrinkoha Kuto, Aigurumo wa. I, Yogata, Akimoto Dato imashita. Schaut sich jeden ganz genau an. Fantastisch. Fantastisch. Hm? Oh, Otto. Also da unten sind jetzt zwei Wannen, da haben sie die 19-20 Stück reingepackt und die erste kommt gleich hoch. Dann bin ich gespannt. Immer mal der Dodeska. Ma, ma, ja, ne. Also, er sagt, das Ergebnis bis heute, bis jetzt ist heute durchschnittlich. Er sagt aber auch, die richtigen Raketen waren Interde-Ishi. Und das ist einfach so. Man hat natürlich immer wieder die Überflieger, die Underdogs, die dann völlig über sich hinauswachsen. Aber das sind natürlich die Ausnahmen. Und wären das nicht die Ausnahmen, würde ja am Ende auch die ganze Selektion überhaupt keinen Sinn machen. Du bist ja schon wieder müde, Reini. Ja, bin schon wieder müde. Eieieiei. Schon so. Also, Kuchaku sagt, das sind gut. Die gefallen ihm. Also, er sagt, das sind keine Ginmatsuba geworden, die Kuchaku. Und die Ginmatsuba, die wir sehen, die waren schon Ginmatsuba, als sie in den Teich kamen. Jetzt bin ich wirklich gespannt. Du hast dich ganz eingesaut, Christian. Das ist bäh. Nein, das sind andere viel Geld. Ja, Dirtwash. Ja, die anderen zahlen wirklich viel Geld, dass die Klamotten so aussehen. Das gibt es bei Konishi kostenlos. So, jetzt die 20. Also, er macht zuerst in die blaue Wanne. Dann setze ich mich hier oben gemütlich hin. Also, der Sanke ist schon mal ganz sicher. Oh, Sanke, was du barashi. Wow, und jetzt kommt die Ginrin-Kohaku. Der Shoba ist super. Der Ginrin-Shoba ist super. Also Makoto ist genauso begeistert von den Koi im klaren Wasser, wie wir, respektive ich im Trüben. Warte mal, mal rein, ne? Schöner Beko. Aber der Goromo ein bisschen klein, sagt er, aber die Qualität. Schützt du was über der Schiene? Himbio keine Züge. Das ist Show-Quality. Der ist im klaren Wasser noch schöner als im drüben. Kenichi Kukuryu, respektive Deutz Kinshova. Also ich sage jetzt mal 2, 4, 6, 8, 12 Stück sind es. Hier sind höchstens 2, von denen er sich jetzt schon trennt. Vielleicht 3 und alle anderen gehen in die Gruppe der Tadigoi. Beziehungsweise der Kashida Marari. Ichiban, ne? Das war der Beste hier drin. Goromo. Watashi wa senbetsu shite. Goromo. Wa subarashi, ne? Also das ist echt ein Brett. Hoka no wa daitai onaji. Genrin Kohaku. Zugi wa Ginrin no Showa. Zugi wa Futsu no Showa. Aber man sieht doch, wie sich's ausdünnt. Zugi wa Beniki Kukuryu. Zugi wa Shirobeko. Ne? Das war Goromo, ne? Das ist auch ein Goromo, beides Goromo, die wir hier sehen. Gehen wir in der Sanke.
Also, 5 Stück waren es jetzt, die es nicht geschafft haben. Aber die guten, die dabei waren, waren wirklich nicht nur gut, sondern sehr gut. Und jetzt kommt für uns die finale Bahn. Aral blau und Esso gelb rot. Danke. Wow. Genialer Ginring Koaku. Nochmal ein schöner Sanke. Matsuba, Kinki Utsuri, Asuki Shobatsu, nochmal Sanke, Deutz, Kinshoba, Ginren Shiro Utsuri. Und jetzt kommt die zweite. Ist nicht ganz so schön wie der andere, aber immer noch sehr gut. Tendiert wahrscheinlich heute schon, ja, tendiert schon zum Budogoromo, aber trotzdem noch ein außergewöhnlich gutes Tier. Reini filmt mit. Der Reini ist der Einzige, der den ganzen Tag Koi filmt, und wenn er im Taxi sitzt, schaut er die Videos an. Du bist wirklich völlig Koi verrückt, oder? 24 Stunden schon. Koi ist keine Arbeit, nicht, es ist harte, ist kein Hobby, nicht, es ist harte Arbeit. Und dann gehen wir in Kohaku an. Kinshoba? Der ist eigentlich ganz gut. So, wir haben es fast geschafft. Wir haben jetzt hier 70 zu Tarigoi Banambiki. Oh, jetzt kommt nochmal eine Bonne. Schauen wir uns die auch noch an, wenn es schon regnet. Ginring Kork. Kinki Utsuri. Kinki Utsuri. Nein. Karada Mama. Deutz Kinshoba. Kinmatsuba war aus. Also, sagt, wenn er weiß wird, wird er schön. Gefällt ihm auch gut. Die anderen gehen hier rüber. Du hast eine Geduld, Christian, das ist unglaublich. Christian hat immer seinen festen Platz gebucht.
steht hier, sieht jeden Fisch, beschwert sich nicht. So, das sind die letzten vier. Tomate. Fünf. Er hier hat ein Problem. Und somit gehen wir zurück. Gehen jetzt auf die Farm. Wir sind sehr schnell. Es ist jetzt gerade mal 10:30 und in einer Stunde sind wir hier fertig. Das heißt, wir können um 1 anfangen mit Fotografieren. Helfer habe ich genug. Folge hilft mir manchmal in der Quarantäne. Sonntagmittags, wenn ich noch schnell eine Auktion fotografieren muss. Gell, Folgi? Da freust du dich immer, wenn Sonntagmorgens um 8 eine Mail kommt. Huhu, heute schon was vor? Also, machen Sie es gut, vielen Dank für Ihr Interesse. Und jetzt haben wir noch eine Ikeage, das ist Kyonotsu. Und da erwarten uns Kawarimono zurück, wie in den vergangenen Jahren auch.